Tür so geknallt. So Leute, wir machen jetzt ein Video. Also wir gehen jetzt, wir fahren jetzt erstmal nach dem Keller, weil mein Auto ist kaputt und ich muss mein Fahrrad reparieren, damit ich zum Sondeln komme und so. Weil Auto ist kaputt. In Kürze betreten wir den Keller. Der Luis ist auch mit dabei. Ja, Leute, guckt mal, wie es hier aussieht. Ja? Das ist wie bei die Assis, ganz ehrlich. Wie bei die Assis. Kann man nicht erfüllen. Das kann man nicht erfüllen. So, hier hinten ist unser Keller. Oh, unser Kellerabteil ist auch nicht viel besser. Ja, ist aber im Keller. Genau, alles steht in unserem Abteil. Das muss man ja mal dazu sagen. Ne? Wo ist mein Fahrrad? Es steckt irgendwo unten drin. Also. Es steckt irgendwo unten drin. Ja. Also ich lasse die Kamera, die stelle ich jetzt mal in der Ecke und lasse die einfach mal rumtüdeln. Lass die einfach mal weiter filmen. Ja, irgendwie geht das. Vielleicht wollen wir das hier so machen. So, die stelle ich am besten hier hinten hin. Und hier machen wir jetzt ja dann Schnelldurchlauf. Andere haben halt ein komplett unterkellertes Haus. Wir haben halt bloß ein kleines Abteil, aber wir kriegen da auch alles rein. Was halt. Ja, komm, so ist das mal. Soll ich dir helfen bei uns? Unser Keller. So. Ja, das Fernsehgerät, das wunderschöne, ja. Würde ich sagen, stellen wir auch mal hier raus. Ja, der Luis hat jetzt schon mal das Fahrrad zwischendurch aufgepumpt von der Diener da. Wer war der? Guck mal, wo ich heute mein Weihnachtsgeschenk gekriegt habe, kann ich den Baum noch nicht aufstellen. Ja. Leute, unser Weihnachtsbaum. Aber noch ist echt zu früh dafür. Ja. Oh, aber, ich hab hier noch einen. Aber es ist ja schon mal gut, dass wir den gefunden haben. Denn die, guck mal, die kannst du auch nehmen. Ja. Was ist da drinnen? Weiß ich nicht. Wir müssen erst das alles noch einpacken. Ich gebe dir. Dein Aquarium. Marshall. Eine Tasche noch, eine Tasche, noch eine Tasche. Noch eine Tasche. Achso, ein Kürzerstudio von mir. Ja. Der Computerschaltung, den müssen wir aufheben und die anderen Schaltungen da auch. Der gute, wie ich nur einen Tier drauf abstellen kann. Was ist mit den Rollerns?
Sind die eigentlich zum Aufpumpen? Ja, ne? Ja. Ja, kann man aufpumpen. Die wegzuschmeißen ist eigentlich schade, ne? Ja, ich will es. Na los. Hier hinten hat das sogar noch gut Luft. Ja? Die sind beide. Ja, da runter. Na gut, wie gesagt, man kann die aufpumpen, ne? Das genau, das kann der Luft machen. Ja, die Rollers, die wird schon weg, ja, verschenken vielleicht oder so. Man weiß es nicht genau. Ja. Das ist gut, ne? Ich bin auf der anderen Seite. Hui! Reaktion. Ja, nimm mal. Reaktion 1A. Am Arsch, die scheiße Reaktion. Da kann der eh Müll, oder? Ja. Der Ventilator. Ja, können wir auch mitschmeißen. Ich brauche ihn sowieso nicht. Los, gib mal gleich raus hier. Lass mich doch den Lichtblick rausholen, dann haben wir nicht mehr Platz. Ich hab den schon. Noch das hängt da hinten an. Ja, da. Ah, okay. Okay. Das kann hier noch drüber. Das war vielleicht jetzt nicht. Ja, jetzt. Gar nicht mal so dumm. So, hier, hier ist Ihr Fahrrad. Ach, das ist so platt, deshalb geht es so schwer. Okay. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen. Nimm mal bitte ab. Danke. Lässt auch noch irgendwas raus dran. Mal richtig schwer lenken. Welche räumen gerne raus? Also das ist deine Pyramide. Die bleibt auf jeden Fall da. Das ist alles ganz altes Bettzeug. Ich weiß nicht. Eigentlich mal weg. Oder? Eigentlich. Weg? Ja, das ist alles so ganz altes. Ja, mach was weg. Willst du noch mit? Irgendwann wird es halt auch eklig, ne? Ja. Ich möchte das dann auch keinem Gast begeben. Wir haben ja oben noch. Ja, wir haben ja oben noch genug Bettzeug, wenn jemand kommt. Mal. Genau. Das ist noch ein neues Kopfkissen, oder? Ja, ist das so. Das ist noch ein neues, das schmeißen wir auf jeden Fall nicht weg. Ne, gib mal her, dann mach ich das in unsere Kiste mit seinem kleinen Kicker vielleicht. Und die können auch gehen können. Ja. Oh Mann! Ja, das ist noch nicht schlecht. Das ist angepackt, ne? Ja. Das ist jetzt nicht eingepackt, aber. Die Freiheit. Ja. Das ist ja die Matratze oben weg, oder? Weg, ja. Die ist so pappig und nur. Das schwarze Kreuz, das kann man wieder nehmen, um das abzudecken. Das kann man hier alles machen. Älter Sachen. Das ist nur eine Karton. Das ist die Pyramide. Warte mal, ich gucke das draußen mal kurz durch. Ja, das kann auch Ja, das rote nicht, das nehme ich immer, wenn wir irgendwas hier stehen haben, wo nicht jeder sehen kann, weißt du? Meine Idee ist gut. Na, warte mal, Luis, warte mal jetzt mit Brust. Ja, ich will nee, ihr stellt mal alles hier vorne hin. Ich stell vorne. Du kommst ja gar nicht mehr hier durch. Warte mal. Ich gucke doch hin. Das sind beide Sonnen. Ja, wir können irgendwo ganz hinter ran. Da brauchen wir jetzt ruhig nicht mehr rein. Pura. Irgendetwas? Lass mal mein Fahrrad auf Pumpen. Dann kann ich das nämlich dann mal testen, ob das überhaupt noch fährt. Naja, geht ja auch gut zum Aufpumpen. Da muss ich es ja halten. Ja, dann fahrst du ein Stück raus. Geht schwierig.
Zwiebeln. Wo können wir mehr? Ob ich einen Zettel brauche? Den Karton gefällt es mir mal. Ja. Und mir geben, gucken, was, ich guck noch, was da drin ist. What the fuck? Sorry, Leute. Ich war gut. Ach mein Gott. Uraltes Zeug, ey. Uralt. Steckdosenweste. Das ist noch ein Karton von unserem Tablet, aber der kann definitiv weg. Ja. Kann man nicht aufheben mehr. Nee. Das ist mir auch nichts mehr wert. Also. Was ist denn das? Ein Radio, oder? Radiobäcker oder so. Nein, ich bin rot. Nee, das ist eine Box. Das ist meine alte WLAN-Box, hier gucke. Ah, okay. Aber die kann weg. Ich habe da den Anbieter nicht mehr. Ach, guck mal. Was ist denn das für ein Riesenteil? Keine Ahnung. Aave steht da dran. Das wird das wohl sein. Ist das noch gut oder nicht mehr gut, oder? Keine Ahnung, ich glaube, das war mal meine. Ich glaube, die kann man hier nämlich so drehen mit mehreren Stecker. Weil die kann man auch an- und ausschalten. Das kann man gut. Ne. Nee. Weg. Wir haben hier so Kabeltrommeln oben. Das ist ja noch drin, der Stromkast. Nee, das ist oben bei mir. Müll. 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 Weg. Ein Ding. Oh, das ist so ein ehemaliges Autoteil. Hier ist noch vom Balkon. Ist von, genau. Gehen wir mal hier rein. Weg. Weg. Das Handy ist noch oben, ne? Ich weiß, aber das, die Packung kann noch weg. Was will ich damit? Das ist aber mal irgendwann als Sammler wert, wenn ich es in den Karton wieder rein tue. Ist es mehr wert. Sonst kann ich das Handy wegschmeißen auch. Aber ja, ich kann es ja in dem Karton wieder aufräumen. Ich dann weiß genau, was ist. Hoch. Ist ja mal cool. Ja, hier fest. Warte mal, das ist ja wirklich noch original zugehen. Ein festes haben wir ja, ne? Ja, aber das schließe ich eh nicht an. Ja, hier ist sogar noch alles da. Absolut alles da. Hier. Komplett. Ja, wenn wir es nicht anschließen, dann kann man Schmeißen machen. Ja. Weil kaufen wir auch plus, keiner. Das war auch plus 20 Euro oder so damals. Kriegst du ja auch gar nicht dafür. Wir machen es weg. Schmeißen. Die eigentlich geklaut. Ich hab keine Ahnung. Ja, mach mal nicht so einen Terror. Das ist falsch. Terror-Tabi. Die kommt direkt mal weg. Das war genug. Das ist ein Navi. Aber ey, ob das überhaupt noch funktioniert, oder? Die kann man normalerweise, wenn man das Kabel dazu hat, updaten. Ein Kabel ist so eins. Oder ist es eine Karte drin, dann kann man die Karte rausholen und kann. Nee, das. Ach, ich weiß, wo ich das her habe. Das kannst du wegmachen. Es sei denn, du bist des Russischen mächtig. Das war, wo ich in Russland war. Ach so, okay. Das ist auf die Satelliten noch eingestellt. Das funktioniert hier in Europa gar nicht. Ja, das war auch gut. Na, ich brauchte in Moskau einen Navi. Mhm. Nee, das nicht der weg. Der Esel? Ja, der kommt mit hoch, der wird gewaschen einmal und der kommt auf Sofa. Kann man den waschen, sagen wir? Ja, den kann man waschen. Was ist denn das, du ist mit deinem Qualitätsfirma. Das ist wirklich eine richtig teure Firma. Was hast du da von Erinnerung dran hängen? Waschbar bei 30 Grad, okay. Dann setzen wir Sag den mal. Der stand ist mein Putzesel. Der stand bei mir schon immer rum eigentlich. Den habe ich schon eigentlich vermisst im Prinzip. Ach, jetzt nicht. Mit dem Eimerchen. Putzesel, ja, das ist cool. Ein Putzesel, ich finde den cool irgendwie. Siehst du, jetzt hast du schon deinen Esel, das ist ein uralter. Ich habe meinen Esel. Das ist okay, das kann in den Tüte. In den Tüte. Mach das in den Tüte. So Leute, wer das errät hier, oh, das muss natürlich mit hoch. Freunde, was habe ich hier gefunden? Leute, guckt bitte. Jetzt muss ich mal tatsächlich in die Kamera halten und versuchen, dass die scharf zieht. Krass, wa?
Ja, guck mal. Gehört das dazu? Ja. Warte mal, da ist noch was drin. Was ist denn das? Das Passiver, danke. Das hätte ich jetzt fast weggeschmissen. Echt, das ist gut. Ja, das ist... Ja, das sind so meine Erinnerungsstücke. Das hier zum Beispiel war, wo ich in Russland war, die 3 Monate, wo ich da... Nee, das war auf der Demo, wo wir eine Demo gemacht haben in Moskau. Paris. Dann habe ich hier noch eine Paris-Gedenkmünze gefunden. Ich weiß gar nicht, ob man die hier so sieht, da wo ich in Paris war mal. Halt, ne? Ja, das bitte hier nicht wegschmeißen, das hier. Was ist das? Zeig mir ich hab mal. Überall, ich bin eine richtige Hexe. Ich hab echt überall Hexeneier gebunkert. Freunde, wir haben noch Hexeneier, Tatsache. Wie geil ist das denn jetzt schon wieder? Damit hätte ich aber gar nicht gerechnet, ey. Aber null. Und da? Auch Hexeneier? Nee, ist noch was anderes. Das kannst du damit rein noch mehr. Ein Engelchen. Cognac-Schwenker, aber oh Gott. Also die können von mir aus weg. Ja, ich brauch sie auch nicht. Ich trinke hier Cognac. Ah, wichtig, Cutterkling. Cutterkling, Leute, wer kennt's nicht, wenn du eine brauchst, hast du eine. Cutterkling, das kannte mit hoch zum Werkzeug eventuell. Wir haben noch Cuttermesser oben, ne? Ja. Die kann man ja oben auffüllen. Müll. Das ist hier wahrscheinlich auch diese alten Bände. Die muss jetzt vielleicht nicht. Ja, wir sind ja im Keller. Müll. Da ist sie! Ich hab sie gefunden! Ich hab doch gesagt, die ist noch da. Ah, die kommt gleich mit hoch. Schräg ich hier so rum? Das häng ich auf. Meine die ist nämlich auch noch da. Schön. Jetzt holt er da seine Fahnen raus. So. Solange er nur die Fahnen rausholt. Ja, die schönen Gläser. Und nichts anderes. Ist zu schade zum Wegschmeißen, aber wir trinken daraus nicht. Ich weiß nicht, weißt du. Mach weg, komm, bevor wir hier überlegen. So, und das darf auf keinen Fall weg. Leute, guck mal, was ich noch habe, wo ich in Thailand war. Sieht das nicht geil aus? Ein Tuk-Tuk. Das ist so ein Sammlerstück, das kriegst du ja so schlecht raus hoch. Hier, guck mal. Das ist so ein Tuk-Tuk. Ein Rainbow-Tuk-Tuk. Aus Thailand habe ich mir das mitgebracht. 120 Baht, ungefähr 3 Euro. Hat das gekostet. Hier habe ich noch irgendwas. Was steht hier? Tavare Lyox. Alter, ist das auch da? Leute, ich habe das nächste gefunden, was ich mir damals aus Russland mitgebracht habe. Und zwar. Mit dem russischen Wappentropf. Und zwar ist das ein elektronisches Feuerzeug. Irgendwie geht das auch. Ich weiß bloß nicht mehr wie. Ach hier, man muss hier so machen. Elektronisch, genau. Ja. Und bloß Gas aufgefüllt werden. Ja, haben wir ja da. Cool, lass mich wegschmeißen. Ja, komm, ich kann. Das kann mit hoch, das kann man ja hinlegen, das kann man ja benutzen. Benutzen. Ja, das ist komplett Müll. Du hast genau durchgeguckt, dass es auch wirklich nur Müll ist. Ja. Sicher? Nein. Weil ich suche auch immer noch seine mexikanische Wunderblume. So, dann habe ich hier eine Fahne. Die muss eigentlich irgendwo hier drin sein. Ja, meine Wunderblume wieder. Dann habe ich hier noch eine Fahne. Die ist, glaube ich, auch da. Von wo ist die? Türkei. Lettland. Okay. Türkei? Das ist sogar ich, das ist nicht. Das ist ja gar kein Mond und keine Sterne drauf. Lettland ist das. Alter, war ich fett. Mhm. Na, ich war ja auch drin. Und dann habe ich natürlich so eine Fahne, Thailand, ne? Ist ja klar, überall wo ich war, habe ich versucht, mir meine Fahne mitzubringen. Ja. No? Die Thailand-Fahne. Und die Donbass war ich immer noch nicht gefunden. Welche Dinger? Die Donbass-Fahne. Das sind Donbass. Ja, und eine russische Fahne, die brauche ich jetzt mir auspacken. Von Donbass. Von der Republik Luhansk und Donetsk. Was? Jetzt schon als bei dir, oder? Das ist nicht von mir. Okay, von mir ist es auch nicht. Was machen die da? Kindessen oder was? Das ist das
Zeig mal. Das ist auf jeden Fall Jesus, aber das andere sehen aus wie Kinder. Also das letzte Abendmahl ist es wahrscheinlich nicht. Leute, wisst ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich zeig's mal in die Kamera. Was soll hier zu sehen sein? Macht euch ein Standbild oder irgendwas, ne? Keine Ahnung. Also von mir ist das nicht. Sowas habe ich nicht. Weiß ich nicht. Die Müll machen willst du aber fahren. Irgendwo eingeräumt. Die müssen nicht mit hoch. Dann haben wir hier noch eine Müllkiste für Müll. Ja. Jetzt direkt. Ne? So, gucken wir mal weiter. Das sind Lampen. Ja, das ist die können auch weg. Die Kiste kann raus, die Schuhe kommen weg. Weil ich brauche keine Schuhe sammeln, die mir nicht passen. Willst du das ganze Zeug jetzt einstellen, hier hinmachen? Wie, was will ich hinmachen? Ja, das lasst du einstellen. Der Müll kommt zum Müll und der Rest kommt wieder rein. Stopp, hier ist eigentlich alles Müll. Guck die mal. Das war hier so noch. Oder wird es ein. Auseinandergegangen? Das ist zerbrochen. Weg. Der sieht nämlich schon weg. Genau, mal weg hier, Müll. War eh hässlich, das Ding. Das war nie hässlich. Doch, du kannst jetzt in den Karton reinstellen. Sind das für Schuhe? Meine Heilige. Kannst du ja mal anprobieren. Ja, die passen ja nicht mehr, sind mir alles groß. Ich meine, denn die kann jemand anprobieren. Ja, na genau. Das ist deins? Was ist das? Das sind so Gläser, so Weinkläser oder was? Oh, das sind die teuren. Guck mal. Verschenkbar, oder? Die waren teuer. Die habe ich mir aus Tschechien mitgebracht, nämlich. Ist auch so jemand, wo sich immer irgendwas mitbringt. Ja. Ich finde sowas so schlimm. Hier siehst du das ja, also tschechisch. So Leute, die verschenken wir, die Gläser. Falls jemand frisch ich würde sagen, bevorzugt an frisch Verliebte. Weil die sind zu schade zum Wegschmeißen. Das sind zwei Sektgläser. Und ihr seht es ja hier selber, man kann die hier, da ist dann halt wie so ein Herz dann am Ende. So, die würde ich verschenken. Ich weiß noch ganz genau, die habe ich in Tschechien gekauft. Umgerechnet kosten die ungefähr 75 Euro. Also, wer die haben will, meldet sich bei uns. Bedingung ist, ihr müsst frisch verliebt sein in irgendjemanden und vielleicht mit denen sogar zusammen wohnen. Dann kriegt ihr das kostenlos zugesendet von mir. 1280 tschechische Kronen. Kann man sich mal merken, kann man, ich weiß nicht, wie der Kurs jetzt ist, ich weiß, dass es damals 70 Euro ungefähr. Und wir haben die Gläser aber so geil. Ich bin noch dreimal an den Laden vorbeigegangen und habe mir überlegt, gucke ich mir die Gläser oder gucke ich. Mach mal den kleinen und stecke ihn da mit rein, ne? Ja, ja. Gucke ich mir die Gläser oder gucke ich sie, wenn nicht? Hier, ich mach mal drehen. Morgen wieder in die Allergie. Habe, dann weiß ich warum. Was denn? Langsam, du hast gerade gebrochen. Gar nicht. Nein. Was hat er abgebrochen? Ich habe doch gerade gehört, wie es gekracht hat. Das kann man mir erklären. Ich hau dich. Ich sage noch langsam. Das Ding war teuer. Nee, das war nicht langsam. Das habe ich aus dem Erzgebirge das Ding kostet. Fast 250 Euro. Ja, dann muss man das wieder ankleben, da die den Fliege. Ich klebe dir gleich auch noch dran. Stell's mal raus in den Pool. Einmal so komplett weg. Das kannst du auch noch mal raus in den Müll stellen. Oder in die Richtung, wo Müll ist. Keine Ahnung, wir haben hier überall jetzt Müll stehen, also von daher. Wir müssen das dann nochmal durchgucken. So, hier ist noch ein Stehboard. Also hier, das ist ja eigentlich schon alles Werkzeug hier. So, das sind die Bettmöbelschläger. Fahrradschlag. Weiß ich nicht, ob ja, das ist ein kleiner Fahrrad. Das ist Geldfahrrad. Müssen wir mal Müll? Hier. Spielzeug für draußen. Können wir das kleine Mini-Skateboard noch aufnehmen? Ja. Müll? Ja, ich frage dich, ich brauch's nicht, Luis. Wenn ja, du sagst, du willst es verhalten, dann bleibst du da. Wir nehmen die Rolle her. Ja,
ist hier die Wandfarbe, die kann man in den Müll machen, so einfach. Und dann kommt das. Ja, die kann man auch benutzen, die Wandfarbe. Ist durch. Ja, die hier nicht mehr, okay, stimmt. Schmeiß her. Das sagst du jedes Mal. Du hast es bis jetzt noch nie vermisst. Nee. Das heißt, man kann es eigentlich schmeißen machen. Theoretisch, oder? Das kommt ja zum Müll raus. Nee. Das kommt dann wieder zu den Rollern mit rein. Okay. So, ich kann mal wieder einrollen. Den Eimer noch oben drauf vielleicht? Richtig, ja. Das bleibt vorne, oder? Ja. Ja, die Kartons, die schweren Kartons, ja am besten unten rein, ne? Warte mal. Ich warte. Das ist aber der Querträger, der muss ab. Da, wo die Lampen dran sind, schraubt man, da ist ja dieser Querträger. Der gehört hier dazu, das Stativ habe ich ja noch. Und die Lampen willst du nicht haben? Nee, die Lampen kommen runter. Nee, was ist denn das für ein Sinn? Da brauchst du das Stativ und den Träger auch nicht. Bist du blöd? Wisst ihr, was so ein Stativ kostet? Ja, das ist doch schön, aber... 300 Euro, ne? Ich nehme mal dein Handy, brauchst dein Handy, nimm mal den Müll. Mach mal die Lampen ab und zieh den Querträger wieder. Das ist ja ein Typ, ey. Jeder kann das auch am Müll. Guck mal, das brauchst du ja auch nicht mehr. Oh, wollen Sie sein? So, was machen wir als nächstes rein? Irgendwas, was viereckig ist oder halt nicht zu doll viereckig. Der große Computerkarton. Zeig mal. Ja. Den würde ich jetzt nehmen. Hier unter den Felgen links ist noch ein Eimer, den kannst du noch auf einen Eimer stellen. Vielleicht. Dann ist das alles so in einem, ja, in einer Ecke. Und die Felgen. So. Blenden wir mal erstmal hier hin. Die müssen ja dann eh raus, irgendwie nächste Woche oder so. So, jetzt haben wir noch die zwei weichen Teile und die zwei Säcke mit Kartons. Das muss schon mal werden. Ja. Hammer steht da ja auch. Kann ich ja hier mit etwas stellen. Das verstehe ich immer nicht. Was bringt ihr ein Stativ und ein Träger um? Ja, das war immer anders. Dass ich vielleicht irgendwann mal kaufe ich andere Lampen oder ich hänge dich an da. Da habe ich nämlich schon einen halben Jesusbausatz zusammen. Ja, Haare. Nee, weil das gehört einfach zusammen. Das kann aber sein, dass ich das mal verkaufe. Wie gesagt, das Ding kostet 300 Glocken.
Regina ranhängen, 30 Kilo Schlauchter. Ja. So. Also das bleibt draußen. Der bleibt draußen. Und hier? Den Baum, den können wir hier vorne hinstellen, den brauchen wir. Im nächsten, ja. Aber mit hochnehmen will ich jetzt auch noch nicht. Nee. Die zwei Teile müssen noch rein. Was ist da drin überhaupt? Das sind für unsere Matratzen die Dinger, wenn man umzieht. Und da ich ja nicht vorhatte, und mein Leben lang hier wohnen zu bleiben, habe ich das gleich mal aufgenommen. Die Säcke? Oder willst du erstmal ein Fahrrad? Weil mein Fahrrad bleibt ja auch unten. Musst jetzt überlegen. Nee, ich würde erstmal, wie sind die schwer? Nee, es sind ja nur leere Kisten wegen Garantie. Ja, die kann ich ihren Frust werfen. Ja. Ja, perfekt. Es rutscht hier. Das war jetzt die Matratzenverpackung nicht fest sind. Deshalb rutscht das. Noch was? Mein Fahrrad und die zwei Roller. Dann bleiben wir hier auf dem Weg jetzt. Ja, stell sie einfach mal vorne dran, weil ich sag mal, wenn man sie braucht, dann hat man sie auch griffbereit relativ schnell. Ne? Ja, aber das sind ja Fahrzeuge. Ne? Wenn du sie auf den Lenker stellst, bleiben sie besser stehen. Dann wollen die nicht weg. Eine krasse Idee. Rolle auf den Lenker stellen. Die rollen wirklich nicht weg. Mhm. Nee, was kannst du denn was? Ich kann schon. Ach so, umdrehen. Nee, passt doch jetzt rein, das passt schon. Das passt auch nicht. Ach, geht denn jetzt? So, jetzt muss mein Fahrrad noch rein, ne? Das muss ich erst mal probiert machen. Die Dinger müssen wir eh noch. Erst machen wir die Schleifen jetzt auch. Genau. Ja, dann fahr doch vor. Jetzt musst du kaputt gemacht. Keine Müll. Wasserboden. Ja? Ach du Scheiße. Ach du, die Kamera übrigens. Ja, ich sehe sie. Soll ich sie mal kurz nehmen? Nee. Was ist ausgeschlagen? Hier irgendwas. Wenn du bremst, merkst du, dass der hier. Hier ist irgendwas locker hier. Ah, na klar. Hab ich doch sofort gemerkt, dass das hier locker ist. Alter. Sagen, dass ich das festgestellt habe, dass das nicht so genau ist. Ja.
kriegt das scheiß Fahrrad nicht hin. Wolltest du es nicht mit rausnehmen oder mit hochnehmen? Mit hochnehmen? Wir sind ja nicht, wo es hinstellen soll, oben. Achso, okay. Ja gut, ich hab meins auch immer hier unten rausgeholt, wenn ich es gebraucht habe. Also, das ist ja nicht der Eck. Okay, manchmal ist es ganz schön hier. Das ist, guck mal, die letzte Position, wo es passt. Ja, ist okay. Was ist das? Das fährt gleich wieder raus. Das hängt irgendwo wahrscheinlich. Geräusche. Mein Fahrrad lebt. Geräusche sind das hier. Ja, also das ist jetzt ganz Müll hier, ja? Ja. Also das machen wir ja hinten eine Tonne voll. Das musst du das halt nach und nach aufbringen, das bleibt hier in der Ecke stehen lassen. Ich kann das da vorne noch ein bisschen Gemüse stellen. Dann machen wir einen Zettel ran und wird abgeholt. So Leute, so jetzt sieht der Keller ein bisschen anders aus. Die Gläser wollen wir ja verschenken. Ach so. Die können wir nicht wegschmeißen, wenn wir sie verschenken wollen. Ja. Die legen wir halt so lange noch hier rein. Genau. Fertig. So, das. Leute, das haben wir ausgemistet. Wir zeigen euch den Müll. Eine Tüte. Ich will die Tüte gar nicht mehr hoch. Einen Fernseher. Naja. Die zwei Sachen sind nicht ausgemistet, aber das hier ist auch alles. Und das hier so. Und das und der Ventilator dort, der kommt hoch. Weil das waren unsere Aushilfsmatratzen, wo wir eingezogen sind. Da hatten wir noch nicht alle Betten. Ja. Aber die sind einfach, ja, die sind durchgeschwitzt und runter. Die muss man nicht noch länger aufheben. Genau. Ist was? Luis gammelt ganz schön rum. So, jetzt machen wir aus hier. So, Leute, das war's hier. Warte, ich stelle das nochmal hin. Gina, kannst du mal abmoderieren? Ja, das war's. Außenkeller von uns. Schatz. Juice.
So kann ich nicht abmoderieren. So, jetzt. Ja. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das. wo wir die ganzen Sachen hinbringen. Ein Teil kann ja in die Mülltonne und der Rest wird hier einfach jetzt einfach in der Ecke stehen lassen und das darf denn die dann nächste Woche zur BSR bringen. Und genau. Ja. Und dann haben wir wieder fast genauso viel Platz wie vorher, aber es ist wenigstens nicht mehr so hoch gestapelt und nicht so müllig. Wenn man jetzt mal ein Fahrrad braucht, dann kann man das einfach rausnehmen und muss nicht irgendwie erst 3 Stunden langes Fahrrad freischaufeln. Zudem sind jetzt die Winterreifen vom Auto auch so, dass man sie rausholen kann. Also. Was ist das hier? Perfekt. Das ist nicht uns. Nee, das ist nicht uns. Ihr Lieben, macht's gut. Bye, bye.